So, Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft mit mir, dem Lufo. Und ja, heute habe ich gedacht, fangen wir mal an, da hinten ein bisschen aufzuräumen. Aber als allererstes möchte ich gerade mal nochmal hochgehen und ein paar Teppiche besorgen. Weil wir müssen ja bekanntlich noch die Monsterfarm, oder nicht die Monsterfarm, sondern die Holzfarm, so heißt das, müssen wir unten auslegen mit Teppichen, weil da ein Slime-Spawn... Nein, ich will nicht runter. Weil da ein Slime-Spawning-Chunk ist. Oder zumindest ein Stückchen davon. Und ich habe keinen Bock auf Slime, also müssen wir irgendwie den Slime umgehen. Und ich nehme mal gerade ein bisschen mehr noch mit von dem Teppich. Ich denke, das sollte reichen so. Und dann gehen wir einmal wieder hoch. Und wir gehen rüber. Und dann lege ich unten alles mit Teppichen aus. Und danach würde ich sagen, fange ich mal an, hier die ganzen Dinger hier wegzuräumen. Die ganzen Potsoll-Dinger. Ach ja. Wie sieht es eigentlich hier aus? Haben wir noch... Ich glaube, hier ist noch einer am Sein. Hier aber nicht mehr. Das ist der letzte. Okay. Und kann ich gerade mal hier sehen... Der ist immer noch voll, deswegen wird der Schalker, glaube ich, nicht abgeräumt. Aber okay. Hallo, darf ich mal runter gerade? Dankeschön. Da müssen wir uns auch noch einen Wasseraufzug oder sowas hinmachen. Genau. Ich wollte hier unten Teppiche auslegen. Weil auf Teppichen kann nichts spawnen. Und die Lichtquellen gehen natürlich durch den Teppich durch, ohne Probleme. Deswegen können wir das einfach so machen. Und eventuell reichen meine Teppiche nicht aus. Ich habe gehofft, dass ich nicht nochmal neue Teppiche holen muss. Aber kann passieren. So. Was ich auch überlegt habe, ist, ich glaube, wenn ich hier alles aufgeräumt habe mit dem Potsoll und so weiter, ne, was da jetzt doof aussieht, wenn wir mal ein bisschen hier Wege und so weiter verlegen und vielleicht anfangen, da ein paar Häuser hinzubauen. Weil, ne, wir haben jetzt die Stadt eine Weile gemacht und ich brauche mal eine kleine Pause davon. Deswegen machen wir mal was anderes, während ich mir überlege, wie ich da weitermachen möchte. Und gleichzeitig kann ich hier dafür sorgen, dass alles um die Holzfarm außenrum ein bisschen schöner ist. Und ja, ne? Könnte ganz gut sein, glaube ich. Ist die Musik sehr laut oder bin ich... Ist nur meine Kopfhörer sehr laut eingestellt. Keine Ahnung. Was wollte ich noch sagen? Ach genau, das Lagerhaus, ne? Weil ich wollte ja hier... Wollte ich stattdessen ein Schalker-Packgerät einbauen. Das ist natürlich sehr praktisch, weil... Ne, wenn man dann... Ich kann das ja gerade mal zeigen hier. Ne? Eine Doppelkiste voll. Hat Platz für... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mal 2, 4, 6, 7. 9 mal 7, ja. Und wenn du aber einen Schalker hinpackst oder eine Doppelkiste hinpackst mit einem Schalker-Einpackgerät, dann passen da 9 mal 7 Schalker rein. Das heißt, ne, pro Reihe ist 1, 2, 3, 4,5 Doppelkisten. Pro Reihe von einer Kiste. Das sind 4,5 Doppelkisten, ne? Damit kann man das Lager wesentlich kleiner machen. Man braucht natürlich ein paar Schalker dafür. Was eigentlich aber kein Problem sein sollte. Weil, ne? Ich meine, wie viel war das? 63, 32 Kisten in einem 2x2er-Spot. Sowas rum, ne? Das wäre natürlich mega geil. Und ich habe keine Dinger mehr. Ach, weißt du was? Komm. Wobei, wir nehmen die hier, weil dafür haben wir eine Farm. Ja, das kann man später noch austauschen. Da kann auch nichts drauf spawnen. Aber damit sollte hier unten das ganze Ding spawnproof sein. Kurz was phrasen hier. Gut, hier sind nur noch Setzlinge drin. Genau, okay. Und ja, ich glaube, damit ist hier unten erstmal alles soweit geritzt. Und dann können wir hochgehen. Und habe ich noch Platz im Inventar? Naja, geht so, ne? Wupp. Und es ist bestimmt wieder Nacht wie... Ach nee, es ist nicht Nacht, sondern... Wobei, es könnte Nacht sein. Genau, es ist Nacht. Okay. Das ist natürlich belastend. Okay. Ich sollte hier unbedingt ein Bett reinpacken in die Bude. Nee, nee. Das lassen wir mal schön bleiben, Creeper Man.
Hier habe ich doch ein Bett, oder? Ja, sehr gut. Heieiei. Ah, ist belastend. Huch. Achso, die Bienen sind rausgekommen. Ey. Wie wär's, wenn du mal wegkommst von meinem Gebäude hier? Dankeschön. Ja, doch, ne? Das Haus ist doch echt schön geworden, finde ich. Und ich glaube, ich werde tatsächlich auch mal anfangen und die Thumbnails vielleicht extra mit Shadern fotografieren, sozusagen. Hallo? Weil das macht einiges mehr her, finde ich, ne? Wobei, da hatte ich ja auch schon mal Leute, die mir gesagt haben, dass es Clickbait ist, wenn man die Shader im Thumbnail drauf hat, aber nicht während man spielt. Ich wollte mal gerade gucken, ob hier alles noch läuft. Oh ja. Okay. Hier läuft noch alles. Ich weiß nicht, ob hier noch alles läuft. Sieht nicht danach aus, ne? Das ist echt mega belastend. Wobei ich ja sagen muss, ne, die Scheren, also alles ist voll mit Scheren mittlerweile. Von daher habe ich da eigentlich kein Problem. So, ich würde sagen, dann gehe ich einmal gerade hin und wir klatschen mal den ganzen Potzoll weg. Wobei, ich sollte vielleicht normale Erde besorgen, weil ich muss ja irgendwas hier... Ach, deswegen laufen hier die ganzen Zombies immer hin. Guck mal, eine Spinne mit einem Trank mal wieder. Ich muss echt mal ein bisschen leiser machen. So. Deswegen laufen da nachts immer die ganzen Zombies hin. Das erklärt natürlich einiges. So, ne, das müssen wir ja alles noch abdecken und so weiter. Aber das mache ich schon. Das mache ich schon. Und das ist auch ganz praktisch, weil ich glaube, Potzoll ist so ein Ding, ne? Das kann man immer mal gebrauchen. Vor allem, weil wir da hinten ja einen Wald bauen wollen. Potzoll natürlich sehr gut geeignet für, weil das hat ja so ein bisschen, ne, Nadelwald-Effekt vom Boden her. So. Mal aufpassen, dass ich hier nicht aus Versehen die Villager freilege oder sowas. Das möchte ich natürlich nicht. Und die Kühe, die will ich auch nicht unbedingt freilassen jetzt. Okay. So. Nee. Okay. Ich glaube, dann fliege ich mal gerade rüber zu unserem Dörfchen-Burg-Gerät. Ich glaube, ich packe den Potzoll mal hier rein einfach, weil, ne, wir brauchen den ja hier vorne dann. Und ich packe mal die ganzen Blöcke, die ich noch nicht, oder die ganzen Sachen, die ich nicht mehr brauche, jetzt packe ich dann mal hier wieder rein. Die ganzen Detail-Blöcke. Natürlich kein Platz mehr am Start. Das ist jetzt hart belastend. Okay, wir packen den Rest mal hier hin, würde ich sagen, einfach. Wobei, das hier kommt hier hin. Slabs und so weiter. Hier. Nein, das nicht. So, Lagerfeuer und so ein Kram packe ich mal da noch dazu. Ja, ne, ich glaube, das reicht erstmal. Bisschen Inventarplatz geschaffen. Ach Gott, hier ist noch mehr. Wieso habe ich das denn hier überall hingeballert? Das ist ja mal mega nervig. Kann ich gar nicht mehr nachvollziehen, warum irgendjemand sowas machen würde. Ich glaube, das war, weil ich schnell Holz farmen wollte. Nun, aus irgendeinem Grund habe ich gedacht, das wäre eine gute Idee, das direkt hinter der Villager Trading Hall zu machen hier. Naja. Hoffnungsloser Fall, würde ich sagen, wa?
So. Weißt du was? Ich nehme gerade mal das Bett hier mit. Dann packen wir das mal hier vorne in eine Bude rein. Wahrscheinlich sogar auf dem Dachboden, ne? So. Weiß eigentlich besser wäre, das ganz unten zu machen. Dann muss man nicht jedes Mal ganz oben hinlaufen. Aber wann habe ich schon mal irgendwas gemacht, was schnell und gut ist, ne? Das war eine Scherzfrage. Ich mache natürlich nur schnelle und gute Sachen. Ne? Boah, ich bin ein bisschen, ne? Ich bin ein bisschen traurig, weil YouTube hat ja jetzt einen neuen, ja, neues YouTube-Studio nennt sich das. Das ist quasi für die Leute, die halt Videos hochladen und so weiter, ne? Wo man halt dann am Ende die Titel und die Thumbnails und so weiter reinmacht. Und YouTube hat sich entschieden, da ein neues Layout zu machen und so weiter, was einfacher zu bedienen und besser. Also vom Plan und der Idee her, ne? Richtig gut. Von der Umsetzung, ich weiß nicht. Weil jetzt gibt es nämlich keine Möglichkeit mehr, einfach mehrere Videos hochzuladen per Drag and Drop. Also wenn ich jetzt ein Video hochladen möchte, muss ich jedes Video einzeln da reintun und warten, bis es hochgeladen ist und dann das nächste. Früher konnte man einfach, keine Ahnung, 20 Videos, ne, wenn du einen Ordner hast mit 20 Videos, konntest du einfach da draufklicken, also alle markieren und dann einfach alle auf einmal bei YouTube reindroppen und dann hat YouTube von, also automatisch, ne, nicht alle gleichzeitig hochgeladen, aber dann nacheinander. Also die waren dann in der Schlange und dann hat halt, ne, wenn das erste Video hochgeladen war, wurde das nächste hochgeladen. Und das war super, weil das war vor allem für so Sachen wie jetzt, wo ich für die Sommerzeit halt Videos vorproduziere, war das halt mega praktisch, weil ich dann nicht jedes Video einzeln hochladen und warten, bis es hochgeladen ist und dann muss man immer gucken, wie weit es schon ist und so weiter, ne? Sondern ich könnte es halt einfach machen und weggehen. Keine Ahnung, eine Runde joggen oder arbeiten oder was weiß ich, lernen. Ist ja auch egal, was ich gemacht habe in der Zwischenzeit, aber jetzt muss man das leider alles babysitten die ganze Zeit und das ist übelst belastend, weil, ne? Also, es ist natürlich viel höherer Zeitaufwand, wenn ich immer abwarten muss und ich kann auch nicht einfach den PC jetzt über Nacht anlassen und ich wollte mal gucken, was das ist. Ich glaube, das ist der alte Sprudel von der Eisenfarm, kann das sein? Ja. Oh, oh. Ah, okay, das geht nicht. Ne? Und jetzt muss man halt, jetzt kann man nicht mehr über Nacht hochladen und so wie ich das verstanden habe, ist das, weil YouTube nicht möchte, dass Leute einfach nur Quantität statt Qualität machen. Aber für jemanden, der natürlich hier Let's Plays und so weiter hochlädt, wo täglich Videos jeden Tag kommen, ich meine, das muss ja keine schlechte Qualität oder sonst irgendwas sein. Und es war auch, glaube ich, keine offizielle Aussage von YouTube, sondern das war, was ich gelesen habe, weil ich habe gegoogelt, ob es irgendwie eine Möglichkeit gibt oder dass es daran liegt, dass das YouTube-Studio nur eine Beta ist oder sowas. Keine Ahnung, wieso, ne? Und da waren Leute, die das gemeint haben. Aber ich meine, es gibt doch garantiert auch Leute, die zum Beispiel Videos vorproduzieren und die dann hochladen. Die nicht, also wo die halt mehrere Stunden für ein Video brauchen. Nur vom Filmen und so weiter. Und jemand anderen haben, der das bearbeitet für die und so weiter. Ne? Weil ich meine zum Beispiel so Pete's Meat oder sowas. Die haben ja auch Quantität im Prinzip. Aber deswegen muss es ja nicht schlecht sein. So, aber, und die Videos sind teilweise auch hoch bearbeitet, ne? Man muss sich ja vorstellen, vor allem, weil die eben, wie viele sind die? Fünf? Die sind fünf Leute, ne? Chris, Sepp, Bram, PJ. Ja, sind fünf. Ne? Und die haben halt alle Perspektiven von denen in fast jedem Video drin, ne? Und das ist auch ein Haufen Arbeit natürlich. Das macht aber die Videos doch nicht, ne? Also es ist natürlich Quantität, wenn die am Tag fünf Videos hochladen, aber das macht die Videos ja nicht irgendwie schlecht oder sonst irgendwas. Das finde ich eben eine komische Aussage. Wie gesagt, die kam auch nicht direkt von YouTube, diese Aussage, sondern das war jemand, der eben auf, ich weiß nicht, ob es Reddit war oder so eine YouTube-Creator
Es gibt ja so YouTube-Creator-Help-Seiten und so eine Kram. Keine Ahnung, ob das sowas war oder was, keine Ahnung. Aber ja, das hat auf jeden Fall mich ein bisschen jetzt, ne? Weil gerade jetzt, wo ich für den Sommer Videos in Anführungszeichen in Masse hochlade, ich meine, ich habe mal überlegt, wenn ich jeden Tag nur ein Video bringen würde, bräuchte ich über 130 Videos. Und ich bringe ja teilweise zwei Videos am Tag. Ich weiß nicht, ob das über den Sommer weiter so laufen kann. Das werde ich noch sehen. Aber wenn ich das machen wollen würde, dann müsste ich bei 260 Videos ungefähr, müsste ich jedes Mal gucken, ob das fertig hochgeladen ist und so weiter. Und ich meine, das kommt ja auch auf die Videolänge an, ne? Vor allem bei Skyrim und so weiter sind die Folgen ja teilweise an die 30 Minuten. Und ne, das dauert dann halt extra lange mit dem Hochladen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie genau ich das am Ende regeln werde. Ich muss vielleicht auch einfach die Videos alle auf eine Festplatte tun. Muss ich mir eine kaufen? Ich hab nicht so eine große, tragbare Festplatte. Und die Videos halt mitnehmen und dann von da, wo ich halt im Sommer bin, hochladen, ne? Und hoffen, dass es da gutes Internet gibt. Was heißt gut? Ich meine, das Internet, was ich jetzt momentan zu Hause habe, ist auch nicht mega gut, aber... Ne? Ihr versteht, was ich meine. Das ist alles ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht genau, wie das laufen kann, soll und so weiter. Ich meine, es gibt, glaube ich, ja Programme, die YouTube-Videos hochladen können, ohne dass man das über die YouTube-Seite direkt macht. Aber ich will eigentlich nicht unbedingt meine Anmeldedaten bei irgendeinem Programm eingeben, was ich nicht kenne. Ne? Das ist alles nicht so easy. Weil, ja, ich weiß echt nicht, weil kann es sein, dass das was bringen soll? Weil, also im Moment kann man ja noch den alten Uploader benutzen. Ich glaube, am Ende April wird der weggenommen von YouTube oder runtergenommen. Aber wird das so viel bringen? Weil die Leute können ja trotzdem, also theoretisch kannst du auch 15 Tabs aufmachen und alles gleichzeitig hochladen. Dann lädt alles halt langsamer hoch, aber es würde gehen. Die Frage ist, ob diese Methode wirklich, wenn das der Grund ist, wie gesagt, das ist kein offiziell angegebener Grund, aber wenn das der Grund ist, ist die Frage, die ich mir stellen muss, bringt das wirklich so viel? Weil die Leute werden nicht weniger hochladen, nur weil das so ist. Dann wird man halt irgendwelche Wege da außen rum finden. Das ist einfach nur eine Sache, die einem das Leben schwerer macht, finde ich. Keine Ahnung. Aber theoretisch müsst ihr euch ja keine Gedanken drum machen, weil, ne, das ist mein Problem. Ja, ich habe auch heute gepostet, bei Instagram und so weiter, weil wir haben heute, am heutigen Tage, dem 21.04., haben wir die Viertelmillionen Kanalaufrufe vollgemacht. Also, ne, da möchte ich mich auch nochmal bedanken. Das ist mega krank. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Ich meine, das müssen nicht eine Viertelmillion Menschen sein, ne? Aber insgesamt wurde eine Viertelmillion Mal, 250.000 Mal auf irgendein Video von mir drauf geklickt. Das ist halt echt überkrass, finde ich. Also, ne? Natürlich, es gibt immer Leute auf YouTube, die mehr haben, aber ich finde das so übertrieben krass. Das ist so eine Zahl, die ist für mich vollkommen unfassbar einfach. Ich weiß, ich sag das jedes Mal wieder, auch wenn wir irgendwie 1000 Abos haben oder sowas, ne? Aber es ist halt so. Für mich ist das komplett nicht fassbar, was das für eine Riesenzahl ist. Das ist krank. Alter. Ja, ne? Und wie gesagt, ich bin sehr froh. Vielen Dank an alle, die hier jeden Tag gucken und so weiter. Ohne euch wäre das natürlich nicht machbar gewesen. Und deswegen sage ich ja auch immer unser Kanal und nicht mein Kanal, weil ich finde, dass die Leute, die gucken, genauso viel mitwirken und dazu beitragen wie ich. Ich meine, natürlich, ich erstelle die Videos, ich lade sie hoch und so weiter, aber die Leute, die gucken, sind im Endeffekt die den Kanal dann wirklich nochmal ausmachen, weil ohne die Leute würde ich natürlich das jetzt so nicht machen, wie ich es jetzt gerade mache. Und ja, ne? Deswegen
glaube, hier werde ich ein Haus hinpacken, wo ich die Villager von oben, ne? Ich wollte gerade sagen, anfassen kann, aber das ist ja nicht das Ziel der Sache. Ich will die nicht anfassen, ich möchte mit ihnen interagieren können. Und ja, Freunde, huch, ich würde sagen, das war's von dieser Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss.